Heute ist der internationale Erzähler ein Märchentag. Na, da legen wir doch direkt mal am besten los, oder nicht? Ist es eigentlich noch zeitgemäß, als emanzipierte und feministische Personen Märchen zu erzählen? Oder gehören sie am besten abgeschafft? Darum geht es in diesem Video. Böse Stiefmütter oder heldenhafte Prinzen, die die arme Prinzessin retten, unsere Märchen triefen nur so von überholten Rollenbildern und Geschlechterstereotypen, die ich persönlich ungern aktiv weiterverbreiten möchte. Beschäftigt man sich noch ein bisschen mehr mit den ursprünglichen Geschichten von den Gebrüdern Grimm und Co., fernab aller Disney-Beschönigung, kann man fast nur die Hände vom Kopf zusammenschlagen. Da werden scheinbar ermordete Frauen wildfremden Männern mitgegeben, die sie beanspruchen. Und böse Stiefmütter müssen in glühenden Schuhen tanzen, bis sie sterben. Gewalt und Brutalität, wo das Auge hinreicht. Wie also umgehen mit diesem Kulturgut, mit dem die meisten von uns ja bestimmt aufgewachsen sind? Märchen sind deutlich älter, als die meisten von uns annehmen. Obwohl viele von ihnen erst im 17. oder 18. Jahrhundert aufgeschrieben wurden, werden sie schon seit Jahrhunderten erzählt. Einzelne Erzählungen lassen sich sogar Jahrtausende zurückverfolgen. Heute sehen wir Märchen als eine spezifische Gattung für Kinder an, aber Jakob Grimm hat das ganz anders gesehen. Märchen waren früher eine Erzählgattung vor allem einfacher und armer Leute, die weder lesen noch schreiben konnten. Erzählte man diese weiter, waren Kinder aber meistens dabei, weil die Erwachsenen- und die Kinderwelt damals viel weniger getrennt wurde. Man erkannte schnell, dass Märchen den Menschen etwas mit auf den Weg geben können, sie also einen pädagogischen Wert haben. Und so wurden sie, auch von den Gebrüdern Grimm, umformuliert und weiterentwickelt, sodass sie bald auch nicht mehr aus den Kinderstuben wegzudenken waren. Und seien wir ehrlich, bis heute fesseln die Geschichten rund um Rotkäppchen, Schneewittchen und Aschenputtel Kinder wie Erwachsene gleichermaßen. Viele kritisieren an Märchen ja, dass sie viel zu grausam sind und vollkommen überholte gesellschaftliche Ideale widerspiegeln. Tatsächlich aber war es nie der Anspruch von Märchen, die Realität korrekt darzustellen. Vielmehr wurde die psychische und soziale Wirklichkeit symbolisch aufgegriffen. Dazu gehört eben auch das Ringen von Gut und Böse. Märchen helfen auch schon den Kleinsten, sich konstruktiv mit dieser Lebenswirklichkeit auseinanderzusetzen. Am Ende siegt ja schließlich, zugegebenermaßen oft auf brutale Art und Weise, das Gute. Somit machen Märchen immer auch Mut und geben Hoffnung. Eine Perspektive, die wir ChristInnen ja sogar teilen. Märchen abzuschaffen wäre wie Texte aus der Bibel zu streichen, weil sie zu brutal sind oder einfach nicht mehr in unsere Zeit passen. Was wir aber durchaus tun können, ist, uns mit den Texten kritisch auseinanderzusetzen. Zu klären, in welchem Kontext sie entstanden sind und ja, auch mit unseren Kindern darüber sprechen, welche Folge zum Beispiel überholte Rollenbilder bis heute haben. Kinder verstehen häufig mehr, als wir ihnen zutrauen. Außerdem haben wir ja auch die Möglichkeit, Texte anzupassen. Ich denke zum Beispiel an die Alle-Kinder-Bibel, die auf ganz wunderbare Weise biblische Texte für Kinder überträgt. Auch Märchen sind ja nie ein starres Konstrukt gewesen. Es gibt eine richtig schöne Märchensammlung. Sie heißt Der Prinz auf der Erbse. In ihr finden sich klassische und beliebte Märchen in ihrer originalen Fassung mit einem einzigen winzigen Unterschied. Die Herausgebenden haben mithilfe der Methode des Gender Swaps die beiden gesellschaftlich dominanten Genderkonstrukte, also männlich und weiblich, vertauscht. Ich habe mich beim Lesen immer wieder mal dabei erwischt, wie ich über Formulierungen wie dem Prinzen, der sich mit Ketten schmückte, stolperte. Diese Märchensammlung hier zeigt also, auch ich bin, ohne es zu wollen, nach wie vor in Klischees verhaftet. Die Herausgebenden sensibilisieren also mit einer winzig kleinen Methode für die Notwendigkeit, unsere von Kultur und Gesellschaft konstruierten und über Jahrhunderte hinweg tradierten binären Geschlechterrollen zu hinterfragen. Eine richtig schöne Sache, die ja auch total zum Anspruch an Märchen passt, den Menschen etwas mit auf den Weg zu geben. Der Prinz auf der Erbse ist ein Buch, das Vorlesende zum Nachdenken anregt und Zuhörenden Welten eröffnet, eine große Empfehlung. Welche Märchen findet ihr super und welche gehen eurer Meinung nach gar nicht? Erzählt davon mal in den Kommentaren. Und hier erzählt euch Alexander ein orientalisches Märchen. Also klickt mal rein, lehnt euch zurück und genießt es. Denkt dran, den Kanal vom Bodenpersonal zu abonnieren, um kein Video von uns zu verpassen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal einen Daumen da.